Moin moin Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal Nonbytes. Heute geht es wieder um die Bildbearbeitung. Ja, der Start in die Woche, so wie meistens bei mir. Heute wieder, wie gesagt, mit der Bildbearbeitung. Heute mit Lumina Neo und der Nik Collection. Die Grundbearbeitung machen wir jetzt erstmal mit Lumina Neo. Und zum Ende werden wir das Bild dann in ein Schwarz-Weiß konvertieren mit Silver Effects. Als Host-Anwendung dient mir heute Adobe Photoshop. Entsprechenden Werkzeuge finden wir im Bereich der Filter, Skylim Software und hier ist auch HDR mit drin. Wir brauchen Neo, das klicken wir einmal an. Dann wird das Foto jetzt gleich in Neo importiert. Es wird einfach reingeladen und dann können wir die Grundbearbeitung mit den Werkzeugen, die in Neo vorhanden sind, durchführen. Da haben wir das Ganze auch schon. Da ist Neo schon geöffnet. Bild ist auch dabei. Wir gucken heute mal, wie gut das Ganze als Plugin performt. Ja. Da bin ich mal gespannt drauf. Wir haben hier in dem Plugin natürlich auch die altbekannten Ebenen. Wir haben alle Werkzeuge bis auf das Zuschneiden-Werkzeug. Das fehlt hier in der Plugin-Variante. Das gibt es nämlich nur in der Standalone-Version von Neo. So, das erste, was wir jetzt erstmal machen ist, wir gehen hier in die normale Entwicklung. Das Ganze, was hier, das Foto, was hier vorliegt, ist ein DNG, also ein RAW. Wir werden jetzt erstmal kurz die Belichtung etwas nach oben ziehen. Ich würde gerne auch wieder intelligenten Kontrast mit reinholen. Auf ungefähr 50%. Die Lichter und Schatten lassen wir in Ruhe. Danach gehen wir einfach mal in die Farben. Und ich werde das Ganze hier ein kleines bisschen kühler gestalten. Nehme dafür aber ein bisschen Dynamik und die Sättigung nehme ich raus, die Dynamik habe ich ein bisschen nach oben gezogen. So, dann können wir auch nochmal schärfen auf ungefähr 10%. Dann können wir die Entwicklung, das Entwicklungsmodul schon zumachen. So, dann gehen wir jetzt mal in die Details und ich werde hier die großen Details einmal mit 11% rausarbeiten. Wir können doch auch mal kommen. Wir gehen mal so auf ungefähr 25%. Gucken mal vorher nachher. Ah, okay, so viel tut sich da nicht. Danach gehen wir jetzt mal. Hoppala. So, jetzt gehen wir mal hier in die Porträt mit Bokeh. Und sehen, Neo erkennt jetzt nicht, dass es sich hier um eine Person handelt. Und zwar ist das ein Foto von mir selber. Ein Selbstporträt so gesehen. Aber Neo erkennt nicht, dass es sich hier um eine Person handelt. Gut, das ist aber kein großes Problem. Wir nehmen uns jetzt hier einfach die Haut-AI-Geschichte und passen hier ein bisschen was an. Ich stelle die Menge mal auf 35% ein. Leider sieht man in Neo selber noch nicht, ob er gerade arbeitet oder ob er fertig ist mit der Arbeit. Ich zoome mal kurz ein bisschen rein, um Änderungen festzustellen. Ja. Er macht ein bisschen was. Eine kleine Änderung sieht man, aber da muss man wirklich drauf achten.
Gut, das ist jetzt auch noch nicht so stark eingestellt, muss ich sagen. Wir können hier auch wieder Schönheitsfehler entfernen. Allerdings, ja, funktioniert das meines Erachtens nach nicht so. Aber gut, können auch noch mal hier in die Gesichtsgeschichte gehen. Bietet sich ja an bei einem Porträt. Können das Gesicht hier noch mal aufhellen. Gucken, ob sich da was tut. Aber auch da scheint sich nichts zu tun. Ich gehe mal stark davon aus, dass Neo Probleme damit hat, die Person zu erkennen, weil der Hintergrund hier ist mit den weißen Kacheln, der Lichtreflexion, die hier vorhanden ist, der Kamera vor dem Gesicht, den Händen auch noch vor dem Gesicht. Da kriegt er wahrscheinlich das nicht hin, die Person zu erkennen. Das kriegt er nicht getrennt. Gehen wir kurz in die Änderungen. Gesicht AI können wir rausschmeißen, den Rest können wir da lassen. So. Dann würde ich gerne die Neubelichtung hier mit reinnehmen. Ist ein neues Werkzeug, das in Neo existiert. Finde ich eigentlich ganz schön. Wir schauen einfach mal, was wir damit noch hinkriegen. So, ich werde jetzt hier die Helligkeit im Nahbereich mal eben nach oben ziehen, komplett nach oben ziehen und die Helligkeit im Fernbereich, die ziehe ich komplett nach unten, damit ich hier erstmal sehe, wo und wie sich das Ganze jetzt auswirkt. Okay, er dunkelt den Hintergrund ab und er hält mich so gesehen auf. Okay, dann können wir das Ganze jetzt dosieren. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in den Nahbereich und ich stelle das Ganze hier auf ungefähr 60% ein und fern stellen wir auch ein bisschen runter auf ungefähr 58. Ich sehe jetzt gerade, lustigerweise habe ich jetzt beide Werte im Plus- und im Minusbereich auf 58% eingestellt. Finde ich gerade ein bisschen witzig. Nicht schlecht. Zufälle gibt's. So, wir gehen mal in die erweiterten Einstellungen. Gucken mal kurz. Ich nehme den Halo-Entfernungsregler mal raus. Ich ziehe ihn mal hoch. Aber da tut sich nichts, würde ich sagen. Ich stelle das Ganze mal auf Standard zurück. 30%, okay. So, Farbtemperatur fair und nah. Nahbereich, also Nahbereich ist praktisch unten. Vordergrund, okay. Das würde ich gerne in die Kälte ziehen und den anderen Bereich, den ziehen wir ein bisschen in. Wobei, nee, komm, wir lassen das, wir stellen das mal auf 0 zurück. Gut, dann haben wir das jetzt auch schon. Die Neubelichtung haben wir jetzt auch fertig. Dann würde ich jetzt nochmal eine Vignettierung mit einbauen. Öffne hier schon mal die erweiterten Einstellungen. Zack. Drehe alles runter, was die Menge angeht. Drehe die weiche Kante runter, damit wir sehen, wo hier die Vignettierung stattfindet. Und er scheint nicht mehr das Problem zu haben, wie es in der Beta war, dass er die Vignettierung nicht hinbekommt, was die Proportionen angeht. Da war ja in der Beta, habe ich ein Video gemacht, dass da ein Fehler aufgetreten ist. Das scheint aber Gott sei Dank behoben zu sein. Das ist sehr schön. Dann würde ich jetzt hier die Ausrichtung, das Guckloch in dem Fall, nochmal ändern.
Müssen wir mal gucken. Wir können einfach reinklicken und dadurch die Position der Vignettierung beeinflussen. Okay, ja, das passt doch schon einigermaßen. Kleinere Detailanpassung hier noch. Okay, jetzt passt doch. Wunderbar. So, dann haben wir die Position schon mal festgelegt. Dann können wir jetzt die weiche Kante wieder einbauen. So, möglichst weich. Können wir die Menge noch einstellen? Vorher, nachher, vorher, nachher, vorher, nachher. Können wir jetzt noch mal die Größe anpassen hier? Ja, da muss ich noch mal die weiche Kante rausnehmen, um zu gucken, was er hier macht. Ah, okay, er verkleinert sie oder er vergrößert sie. Okay. Ich drehe mal die Rundheit weg. Also nimm die Rundheit raus. Jetzt haben wir auch eine andere Form. So, jetzt gucken wir mal kurz, dass wir das nochmal hier ein kleines bisschen anders einstellen. Okay. Okay, wir lassen das jetzt mal so. Zack. Holen die weiche Kante wieder zurück. Ungefähr auf 40% Farbmenge. Nehmen wir ein bisschen raus. Gucken noch mal vorher, nachher. Vorher, nachher. Okay. Nehmen wir soweit. So, dramatisch. Können wir auch noch mal ein bisschen mit einbauen. 20% dramatisch. Okay. Gucken wir noch mal in die Hervorhebung rein. Nee, die würde jetzt nicht funktionieren. Ich gehe noch mal kurz in die Änderung, denn ich habe bei der Vignettierung einen Punkt vergessen. Nämlich die innere Aufhellung möchte ich noch haben. Die nehmen wir mit 15% mit rein. Okay, dann können wir sie jetzt schließen. Und dann sind wir jetzt mit der Grundeinstellung, mit der Grundanpassung und Bearbeitung des Fotos erstmal durch. Ja, wobei, Moment. Klitzekleinen Moment. Das Schwarz der Vignettierung können wir noch mal ein kleines bisschen stärker mit reinholen. So, dann können wir das jetzt übergeben an Photoshop. Jetzt klappt auch einmal klicken bei Anwenden und er übernimmt es. Genau, jetzt hat er es übernommen. Wunderbar. So, jetzt zoome mich ein kleines bisschen raus. Also so sieht das Foto jetzt aus. Grundbearbeitung ganz, ganz schnell in Neo als Plugin. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt in Silver Effects rein. Also Filter. Natürlich müssen wir die Ebene auswählen. Filter, Nick Collection.
Silver Effects Pro 3. So, dann schaue ich mal in meine Favoriten rein. Ich habe nämlich vorher schon geschaut, welche Schwarz-Weiß-Anpassung könnte hier funktionieren. Zwei Varianten habe ich zur Auswahl, die ich gut finde. Die erste Variante wäre diese. Und die zweite Variante ist ein bisschen heller geraten. Ich würde sogar sagen, dieses Mal passt die helle Variante besser. Klappen die Vorlagen zu und passen uns das Ganze jetzt noch mal ein bisschen an. Würde ich sagen, klappen den Filmbereich zu. Genau, die Vignettierung brauchen wir jetzt noch mal. Die schalte ich ein. So, wir gucken mal, schwarze, weiße wir nehmen mal den schwarzen Rand einfach und dann stellen wir uns hier die Form noch mal ein. Die Größe. Also so gesehen packen wir eine Doppelvignette drauf. Können auch hier nochmal einen kleinen Verlauf drüber schmeißen. Wenn man das denn möchte. So, wir können jetzt die Stärke nochmal einstellen. Nehmen die Stärke hier ein bisschen raus. Ein bisschen rein noch so. Dass man hier das sieht, dass man den sieht, wo die Vignette so ungefähr ansetzt oder angezeigt wird, ist kein Problem. So. Clear View nehmen wir ein bisschen mit rein. So, globale Anpassungen. Ich zeige euch mal kurz das Histogramm. Das sieht in dem Fall jetzt so aus. So, globale Anpassungen können wir jetzt nochmal schauen. Aber wir nehmen die Weichheit mal etwas zurück. Ah, okay. Ja, wir nehmen die Weichheit ein bisschen zurück. Wir nehmen die Weißverstärkung raus. Wir nehmen den Kontrast nochmal etwas weiter raus, passen den an. Die Schwarzbereiche nehmen wir etwas raus. Strukturen können wir schauen, können wir bisschen mit reinnehmen. Feinstruktur nehmen wir auch ein bisschen mit rein. Dann können wir das Ganze schon zuklappen. Und dann, zack, sagen wir anwenden. Geben das Ganze zurück an Photoshop. Zack. Und jetzt haben wir die freie Wahl, ob wir die Schwarz-Weiß-Variante nehmen oder ob wir die Farbvariante nehmen. Freie Möglichkeit haben wir jetzt. Ja, das Video ist am Ende angelangt. Die Bearbeitung ist durch. Und ja, ich hoffe, das Ganze hat euch ein kleines bisschen Spaß gemacht. Wenn dem so ist, könnt ihr ja gerne ein Abo dalassen. Das war jetzt mal ein sehr, sehr spontanes Video. Ich hatte einfach die Idee, ich habe mich einfach vor den Spiegel gestellt und habe mir gedacht, ey komm, du hast eine Idee für ein Motiv, das habe ich umgesetzt. Und ich finde, wir haben hier eine schöne Schwarz-Weiß-Bearbeitung.
Und ja, wir sehen und hören uns im nächsten Video im Laufe der Woche. Ciao.